Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man eine Fernsteuerung registriert, der DX-Serie. Hierzu einfach in die Systemeinstellungen gehen. Hier mit Ja bestätigen, somit wird das HF-Modul abgedreht. Dann haben wir ganz unten nochmal Systemeinstellungen, wo wir unseren Namen und alles freigeben. Dann drücken wir Weiter, genau. Ein paar Seiten weiter, bis hier unsere Seriennummer ersichtlich ist und hier unsere aktuelle Version. Und dann gibt es, wenn man die SD-Karte eingelegt hat, den Button Sichern. Hier drücken wir einmal auf Sichern. Jetzt hat er eine MyDX20 XML erzeugt. Dann kann man die Fernsteuerung abdrehen und die SD-Karte entfernen. Jetzt zeige ich euch, wie man die Fernsteuerung oder den Empfänger im Internet registriert, indem man die SD-Karte in den Laptop, Computer oder Kartenleser in dem Fall eingibt. Einfach die Karte einschieben, dann sieht man hier im Ordner eine MyDX20-Datei. Diese Datei kann man beim Registrieren hochladen, also ins Internet gehen, auf www.spektrumrc.com. Hier kann man sich registrieren unter Sign-up. Hier ist es wichtig, da leider bei der Programmierung anscheinend was schief gegangen ist, dass wir hier unsere Region angeben in Amerika, weil irgendwie verträgt er keine anderen Städte oder sonstiges. Also ich bin schon registriert, ich drücke auf Login, ich habe hier mein Passwort und log mich jetzt ein. Dann gibt es hier My Spektrum, ich bin eingeloggt, Welcome Philipp. Und das Spektrum kann ich jetzt hier Produktregistration. Jetzt haben wir hier meine Daten. Und hier müssen wir unser Gerät raussuchen. Das ist jetzt eine DX20. Hier tippen wir zum Beispiel Philips DX20 ein. Und hier ist es jetzt möglich, anstatt die Seriennummer einzutippen, diese also über die SD-Karte zu importieren. Das heißt unter Select, dann auf unseren Kartenleser. Hat automatisch geöffnet bei mir, Wechseldatenträger, MyDX20, öffnen und Upload from XML drücken. Jetzt hat er die Seriennummer automatisch abgetippt. Hier ist es, Quantity ist natürlich 1. Ich nehme jetzt alibi halber mal 01 01 20 20 20. Hier ist es so, amerikanisches Datum sieht man hier, was Monat ist vom Tag und vom Jahr. Hier kann man das Datum eintippen, wann es gekauft wurde, zum Beispiel Local Hobby Store. Das dient zu Statistikzwecken. Wir haben es gekauft, wo hat man es zum ersten Mal gesehen? Online-Retailer zum Beispiel. Hier könnte man noch kommentieren. Und hier muss man zum Beispiel das Abgebildete abschreiben. Und wenn ich jetzt auf Register drücke, wenn alles gut geht, ist sie registriert. Jetzt muss man es nur noch suchen. Hier haben wir zum Beispiel Philips DX20. Und jetzt ist es so, dass keiner diese Anlage mehr registrieren kann. Jetzt ist es so, ich kann sie löschen, wenn ich sie verkaufe zum Beispiel. Dann ich kann einen Fehler melden sofort. Ich kann den Nickname ändern, also ich kann das Philips DX20 mit DX20 machen. Und jetzt kommt das Wichtigste, der Download Update. Hier sehe ich als allererstes, was ich zu tun habe. Das heißt, zuerst runterladen die Datei. Die Datei entweder sofort oder auf den Computer mal speichern. Und man darf den Dateinamen nicht ändern, sonst funktioniert das Update nicht. Hier ist es so, das letzte Update, das ist immer das oberste, ist vom 11. September 2020. Die V20703. Das kann ich runterladen, indem ich da unten auf Downloads klicke. Dann wird es automatisch im Windows meistens unter dem Downloads-Ordner gespeichert. Wenn meine Anlage noch Englisch quatscht und ich gern hätte, dass sie Deutsch redet, habe ich hier die Möglichkeit, ein Airway-Update zu machen vom Sound-Update. Klicke ich hier drauf und hier kann ich mir je nachdem die Sprache runterladen, zum Beispiel Deutsch.
Wenn ich das heruntergeladen habe, dann klicke ich auf zum Beispiel Downloads, ist das bei mir. Hier haben wir die Dateien SPMTX Sachs und Deutsch V019. Also ich brauche prinzipiell nur die dem Sachs. Diese Datei kopiere ich auf den Wechseldatenträger, einfügen. Jetzt kopiere ich die Update-Datei. Und was ich ganz gerne mache, ist den Datenträger immer auswerfen. Also nicht einfach nur die SD-Karte rausziehen. Das heißt, rechte Maustaste auf den Datenträger auswerfen. Sagt er mir hier unten, ich kann es entfernen. Und jetzt einfach SD-Karte einstecken und aufdrehen. Man sieht sofort, er beginnt mit dem Update. Nicht schocken lassen, dass er ein paar Mal neu startet, das ist normal. Ob das Update funktioniert hat und welche Version ihr habt, seht ihr ganz einfach, wenn ihr den Sender aufdreht, im ersten Bildschirm rechts oben, hier, welche Version ihr habt, 2.07. Wenn ihr abdreht, dasselbe nochmal, 2.07. Somit habt ihr jetzt eure DX-Anlage abgedatet. Ein weiteres Thema, was ich euch dann noch empfehlen würde, nach jedem Update oder bevor ihr Updates macht, ist ein Backup zu machen. Backup geht, indem es einfach die SD-Karte ist eingeführt. Ihr geht wieder auf Systemeinstellungen. Geht wieder ganz runter, dieses Mal auf SD laden. Dann seht ihr automatisch sofort, ob eine SD-Karte da ist. Genau, dann könnt ihr nämlich Modelle laden. Das bedeutet, wenn ihr welche von einer anderen Anlage übertragen wollt oder ein Backup zurückholen wollt, weil ihr das verprogrammiert habt, dann habt ihr alle Modelle laden. Wenn ihr jetzt auf einen Sender umsteigt, dann Modelle sichern und dann gibt es noch die Möglichkeit, alle Modelle sichern. Und dann hat man noch weiter hinten Sound Update. Vorher habe ich heruntergeladen, das ist Deutsch 1.9. Wenn ihr das auf der SD-Karte spielt, könnt ihr hier drauf drücken. Und jetzt wäre zum Auswählen Deutsch 1.9. Das dauert dann so circa 5 bis 10 Minuten, je nachdem. Dann könnt ihr die Anlage Deutsch sprechen lassen. Aber ich will jetzt alle Modelle sichern. Das heißt, alle Modelle sichern. Vorhandene Dateien werden überschrieben. Ja, sichern. Wenn ihr dann fertig seid, erscheint euch wieder dieser Bildschirm. Das bedeutet, jetzt könnt ihr auf Modell laden zum Beispiel drücken. Und hier habt ihr alle eure Modellspeicher. Könnt jederzeit einen importieren. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel, was ich nicht, V100 haben will, drücke ich auf V100. Sage ich importieren. Die V100 ist auf meiner Fernsteuerung.